gutes Kind. Mathilda, Essen ist fertig. Okay, ich komme, Mami. Das schmeckt so gut. Das freut mich. Mir schmeckt's auch. Bin fertig. Super. Wenn du deine Milch noch leer trinkst, dann kriegst du einen Nachtisch. Okay, Mama. Ich bringe noch meinen Teller und meinen Becher in die Küche. Gut, ich auch. Mama, kannst du mir helfen? Ich komme nicht dran. Ja, ich helfe dir. Und jetzt will ich meinen Nachtisch. Okay. Und was möchtest du denn gerne? Das Regenbogeneis. Gut. Hier, bitteschön. Lecker, danke. Das Eis hat so lecker geschmeckt. Böses Kind. Lara, komm, Essen ist fertig. Ja, ich komme ja schon. Was hast du denn da gekocht? Das sieht ja voll eklig aus. Lara, in so einem Ton spricht man nicht. Du hast es noch nicht einmal probiert und probieren muss sein. Na gut, dann esse ich's halt. Fertig, ich will jetzt einen Nachtisch. Gut, freut mich, dass du es am Ende doch gegessen hast. Und du kriegst einen Nachtisch, wenn du noch deine Milch leer trinkst. Ich will jetzt aber nicht meine Milch trinken. Ich will jetzt sofort den Nachtisch. Ich sag's zum letzten Mal. Wenn du die Milch nicht leer trinkst, dann kriegst du deinen Nachtisch nicht. Ey, das ist aber gemein. Tschüss. Gutes Kind. Du darfst dir eine Sache aus dem Laden aussuchen. Oh ja, danke! Ich möchte gerne diesen Flummi. Oh, du hast doch aber schon so viele Flummis. Wie wär's denn mit etwas anderem? Ja, stimmt. Dann möchte ich gerne den süßen Hund. Ja, der ist wirklich süß. Den kannst du haben. Juhu, danke, Mami. Böses Kind. So, Lara, du darfst dir eine Sache aus dem Laden aussuchen. Ja, danke. Ich hab was. Aber ich hab doch gesagt, dass du dir nur eine Sache aussuchen darfst. Ey, ich will aber die beiden Kuscheltiere haben. Nein, entweder du entscheidest dich für eins oder du kriegst gar keins von beiden. Das ist so gemein. Was ist denn hier los? Gar nichts. Meine Tochter ist nur ein bisschen müde und zickig. Okay. Aber sagen Sie ihr bitte, dass sie unseren Laden nicht zusammenschreien soll. Ja klar, das mache ich. Hör sofort auf, hier rumzuschreien. Ich kaufe dir die beiden Kuscheltiere. Danke. Gutes Kind.
Mathilda, deine Cousine ist heute zu Besuch da. Bitte sei lieb zu ihr und teile alle deine Spielzeuge mit ihr. Ja klar, Mama. Gut, wir gehen jetzt Kaffee trinken. Spielt schön zusammen. Komm, wir spielen Ball. Hui! 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 Können wir zusammen mit deinem Puppenhaus spielen? Okay. Ich bin diese Figur. Okay, dann bin ich diese da. Ah, ich bin so müde. Ich muss jetzt schlafen. Und ich habe riesigen Hunger. Nom, 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 nom. Böses Kind. Lara, deine Cousine ist heute zu Besuch hier. Bitte sei lieb zu ihr und teil deine Spielsachen mit ihr. Ja, ja, ist doch klar. Gut, dann gehen wir jetzt Kaffee trinken. Können wir vielleicht was zusammen spielen? Nö, mit dir spiele ich nicht. Das spiele ich doch lieber mit meinem Slime. Dann spiele ich halt was allein. Du darfst nicht mit meinem Puppenhaus spielen! Aber deine Mama hat gesagt, dass du deine Spielsachen mit mir teilen musst. Ich muss gar nichts. Was ist denn los? Warum weinst du, Marie? Lara spielt gar nicht mit mir und lässt mich auch nicht mit ihren Spielsachen spielen. Und dann hat sie mich auch noch geschubst. Ach Lara, was machst du nur schon wieder? Es ist halt mein Puppenhaus und meine dumme Cousine darf damit nicht spielen. Oh je, ich glaube, es wäre besser, wenn wir jetzt nach Hause gehen. Ja, Mami, finde ich auch. Tschüss, Lara. Oh je, es tut mir sehr leid, wie Lara sich wieder verhalten hat. Komm, ich begleite euch zur Tür.